Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 3, meine Freunde. Weiter geht's. Diesmal nicht in New York, glaube ich, ne? In New York haben wir jetzt alles erledigt. Schaut jedenfalls so aus. Von daher teleportieren wir uns zum Hafen Heini, der sich da befindet. Und dadurch reisen wir irgendwo anders hin. Mal gucken. Wo wir noch nicht waren. Wir waren schon in Boston und in New York, wo wir halt die ganzen Nebenmissionen erledigt haben. Mal gucken, wo wir jetzt hin reisen, um die nächsten Nebenmissionen zu erledigen. Da waren wir schon, da waren wir schon. Die Jagd. Was? Kein Plan. Grenzland sind bestimmt noch welche. Von daher würde ich sagen, wir reisen wirklich ins Grenzland. Ich weiß es nicht, ob da so eine Dinger gibt's. Kein Plan. Mal gucken. Aber ich glaube schon. Mal gucken. Aber ich glaube schon. Mal gucken. Ah, Mann. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, es gibt wieder diese Kuriermission, aber auf die habe ich wirklich keinen Nerv, oder diese Lieferauftrag und so ein Scheiß, ne? Da ist ein Fort. Und da ist auch noch ein Fort. Und da. Wir haben hier drei Forts. Und dann noch ein Abenteuer. Ich würde sagen, wir machen. Komm, wir machen jetzt die Forts. Komm. Wir machen die jetzt einfach. In Grenzland. Und ich glaube, dann ist auch schon wieder Ende im Gelände mit dem Part. Glaube ich jedenfalls. Kein Plan. Wie lange das geht hier alles. Jedenfalls gehen mir wieder die Wachen schön auf die Eier, wie man sieht. Ach ja, ey. Ich meine, ich habe nur ein verdammtes kleines Kreuz und die nerven mich so stark, als ob ich der Most Wanted Motherfucker wäre oder so. Aber ich habe nur ein Kreuz, ne? Also ein Bekannter, ja. Ich habe nur einen Bekanntheitsgrad und die gehen mir schon so auf die Eier, ey. Also das ist schon sehr extrem, ey. Pferdepfeife. Kollege, komm her. Ich brauch dich mal eben. So. Bin ich nebenbei auch gespannt, wie wir uns in diesem Fort da gleich anstellen werden. Ob wir das recht gut regeln oder kein Plan. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Ich bin überlegen, ob ich meinen Assassinen mitschicke oder nicht wegen. Nee, die Assassinen schicke ich nicht mit, denn. Rennen die danach noch weiter nach den einen Gegner oder so und dann ist das alles scheiße. Und mischen halt noch die ganzen anderen Gegner auf, obwohl die uns wahrscheinlich noch gar nicht gesehen haben oder so. Oder bemerkt haben. Nebenbei suche ich gerade, wie man es so schön sieht, den Motherfucking Eingang. Wie kommt man denn hier rein? Ich weiß eins, dass ich erstmal noch die Hähne erledige. Das wollte ich eigentlich vermeiden, aber naja. Es hilft ja nichts. Die wollen auf die Fresse. Was war das? Das hat mich sehr irritiert. Naja. Hier kommt man definitiv nicht weiter. Es könnte natürlich recht gut sein, dass man irgendwie hier weiterkommt. Ach, da ist der Eingang wahrscheinlich. Auch nicht. Schaut auch nicht viel besser aus. Ich brauche den Motherfucking Eingang. Oder kann man hier einfach hochklettern vielleicht sogar? Nee. Vielleicht von da irgendwie? Naja. Kein Plan. Ich hab keinen Plan, wie man da reinkommt, ey. Oder von hier aus? Das schaut schon besser aus. Zum Glück habe ich mich nochmal festgehalten. Zum Glück. Mach, geht mir nicht alle auf die Eier hier. Meine Fresse. Jetzt geht das dicke Gemetzel ab. Schieß mal auf deinen Commander, danke. Aber er lebt noch, dieses Schweinehund. Moment. Das wollte ich nicht. Naja, genau. Hinterhalt, Scharfschützen, aufwiegeln, Scharfschützen?
Attentat kommen. Warum sind wir eigentlich schon fast tot hier? Kapier ich nicht. Ja, dann würde ich mal sagen, stirb halt langsam. Ist da auch nett. Nebenbei, das Schwert hat total was drauf, ey. Ist eigentlich total stark irgendwie. Finde ich jedenfalls. Was denn nun los? Ich will das kaputt sprengen gerne, aber irgendwie. Ach, jetzt. Ach, ich muss da nach unten anscheinend. Ja, komm. Und anzünden, Baby. Jawohl, du. Und gleich macht's Bumm. Frohes Neues. Ja, ihr Pisser. Haha. Okay, jetzt müssen wir noch die Flagge da wechseln. Ich hoffe, das schaffen wir ohne Feindkontakt. Aber ich glaube, in der Nähe von der Flagge sind keine Feinde. Schaut jedenfalls so auf den ersten Blick aus von der Karte her. Da ist einer, aber den ignorieren wir einfach mal gekonnt. Und wechseln einfach mal vor seiner Fresse die Flagge. So kann das gehen. Genau. Schön, hätten wir das auch geklärt. Ja, die Rotröcke verpissen sich gleich mal. So soll es sein und nicht anders. Ja. Genau so. Jetzt haben wir noch zwei Forts übrig. Ich würde sagen, die machen wir im nächsten Part. Nein, Spaß beiseite, die machen wir jetzt gleich noch. Ach, da können wir noch eine Schnellreise machen. Wusste ich gar nicht. Da können wir noch eine Schnellreise gleich denn dahin machen. Hammergeil. Das wusste ich gar nicht. Schön. Ich würde sagen, auf jeden Fall dahin. Da. Eine Schnellreise hin. Denn das ist halt in der Nähe vom Fort natürlich, ne? Damit wir noch schneller beim Fort sind, um uns da weiter durchzumetzeln, meine lieben Freunde. Haha. So, gleich mal markieren. Das Vorteil Dingenskirchen, das wahrscheinlich eh wieder gleich am Arsch der Welt ist. Aber naja, was soll's, da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir einfach durch. Pferdepfeife, Kollege, wo bist du? Aha, da bist du. Das freut uns doch alle sehr. Na denn, hör, Jolly Jumper, du alte Kacksau, du. Ah, oh, wie weit? 600 Meter oder so stand da? Ja. Okay, 640 irgendwie oder so. Ah, das dauert wieder eine Weile. Ich hoffe, ich finde den perfekten Weg gleich. Nicht, dass ich wieder irgendwie vor einem riesen Abgrund da gleich stehe. Wo wir erstmal schön runterklettern müssen und wo einfach mal die Chance zu 80% besteht, einfach mal runterzufallen und dann zu sterben. Was mir sehr oft in Assassin's Creed 3 komischerweise passiert ist. Die meisten Tode passierten halt dadurch, dass ich einfach mal irgendwo ein Ausversehen runterspringe und dadurch dann sterbe. Ja. Das ist natürlich nicht immer sehr schön. Was war das für ein Tier, ey? Geiles Geräusch. Irgendwie so. Naja. Aber noch läuft es gut, also noch reiten wir eigentlich einen ordentlichen Weg. Ja, das Geblocke manchmal von den ganzen Bäumen und so, dass das Pferd nicht mal weiter reitet, geht manchmal auf die Eier, aber... Ach, da ist schon das Fort. Hammergeil, da wären wir schon. Das freut uns auf jeden Fall alle sehr, sehr. Wisst ihr was? Ich versuche das nochmal. Ich will das auf jeden Fall einmal nochmal versuchen, ob das nicht irgendwie doch klappt mit dieser Geheimeskorte. Die wir irgendwie nicht raushauen können. Oder? Geheimeskorte? Schaut's aus? Ne, können wir nicht. Sind die alle tot oder was? Kein Plan. Egal. Da könnten wir nebenbei jetzt rein. Ah, ich hätte da was.
Kommt er zu uns? Hat er was bemerkt? Ja, er kommt. Aber die Frage ist bloß, sieht er uns gleich? Nee, die sehen uns nicht. Schade, ich hatte ja Metzelt gleich die 2 um. Ja, das war ja eigentlich schon sehr für den Arsch eigentlich. Ich wollte ein bisschen stealth-mäßig vorgehen und da seht ihr mal. Hat leider nicht so ganz geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, ne? Schade, schade, ey. Naja, müssen wir uns halt so durchschmetzeln. So kann es natürlich auch gehen, kein Problem für den ollen Connor hier. Ja. Einfach hier durchmetzeln, genau. So kann man es natürlich auch machen. Na Kollege, was machst du hier? Schön. Mach mal weiter. Lass dich nicht stören. So. Jetzt bist du dran, Kollege. Und jetzt gleich noch die anderen. So. Was mit denen los hier? Rennen jetzt weg oder was? Ist nicht, Kollege. Nicht so, mein lieber Freund. Erstmal schön auf groß tun und dann wegrennen oder was? Das habe ich aber gar nicht gern. Ja, okay, dann renn halt weg. Mir doch egal. Mach, was du willst. Ja, ich bin genau da. So, dann wollen wir das jetzt anzünden. Und zwar müssen wir hier rein. Ole, ole, ole. Hätten wir auch geschafft, das fort. Wir sind gerade bei 12 Minuten gleich, ne, angekommen. Heißt also, eigentlich perfekt noch. Können wir noch das andere fort machen. Reicht perfekt die Zeit dafür aus noch. Ja. So, und gleich macht's. Boom. Ach, das sieht immer sehr schön aus, ja. Immer herrlich. Moment, wir müssen ja noch die Flagge einholen, ja. Oder besser gesagt, die Flagge wechseln. So, dann wollen wir mal. Dann mach dich an die Arbeit, lieber Connor. So, das wäre es mit diesem Fort und wir reisen gleich mal zum nächsten Fort. Einfach New York, Schnellreise, bitte, danke, schön. Dann wären wir gleich in der Nähe vom nächsten Fort, das ist schon hammergeil. Haben wir keinen langen Laufweg oder so, das gefällt mir auf jeden Fall sehr, ja, na klar. Und dann machen wir da noch hier ein bisschen Massaker und dann soll es gewesen sein für diesen Part. Das Fort befindet sich, keine Ahnung wo, irgendwo da vorne. Ich würde sagen, wir rufen erst unser Pferd, dann noch, gucken wir kurz auf die Karte, um das Fort zu markieren. Ja, wir brauchen eigentlich gar kein Pferd, glaube ich. Das glaube ich gleich in der Nähe. Ja. Kommt man auch schlecht mit dem Pferd vorbei, ey. Oh Mann, wie soll ich denn jetzt da vorbeikommen? Ich laufe einfach. Laufen ist am besten. Laufen ist schneller, besser. Ja, was ist schnell? Nee, nicht schneller. Nicht schneller, aber besser. Wegen da blockieren uns halt nicht die ganze Zeit die Bäume oder sonst was. Und wir könnten halt nicht jetzt hier einfach die ganze Zeit einfach locker hochspringen, hochklettern oder was weiß ich machen. Jetzt wären wir schon im Sperrgebiet. Ole, ole. Das gefällt mir ja sehr. Ah, da sind ein paar Gegner. Ole, ole. Was ist eigentlich mit unseren Assassinen? Moment, da stand da gerade was. Beendet. Wird ausgeführt. Verfügbar. Aufträge. Was? Ach, hier kann man Aufträge machen. Ach so. Oh, das ist scheiße gemacht, ey. Wurde mir schon mal erklärt von wegen, ja, da kannst du das machen und so. Das wurde ja richtig scheiße gemacht. Ja, mach's meinetwegen. Ja, zuweisen. Ja, hier den auch zuweisen. Ach so, kann man dann auch noch die Skillen und so.
Ja, das habe ich natürlich richtig geil verplant, ey, und so. Naja, aber ich glaube, darum kümmern wir uns jetzt eh nicht mehr. Also ihr wisst jetzt auf jeden Fall, dass man das noch machen kann, aber naja. Jetzt wurde halt nicht irgendwie gesagt von wegen, ja, das kannst du machen und so, finde ich eigentlich total frech und so. Ich meine, natürlich wurde das in anderen Assassin's Creed-Teilen auch schon gemacht, aber hier muss man das, ja, hier ist es ein bisschen anders, das zu machen. Und sonstigen Kram. Ich meine, für die Leute auch, die noch nicht die vorigen Assassin's Creed-Teile gespielt haben, was sollen die denn sagen? Finde ich auch wieder richtig geil. Naja, einfach mal durchmetzeln, ne? So wie immer. So. Na? Ja. Metzelt mich einfach mal durch die Wand. So muss das sein, Leute. So muss das sein. Und die Kamera fickt gerade auch meinen Kopf. Sehr schön, so liebe ich es. Zack. Und den auch nochmal, jawohl. Ja, ich glaube, da oben befindet sich der Commander. Commander, ja, da ist er. Ah, schade, ey. Was sollte der denn? Naja, er ist trotzdem so schnell wie möglich down gegangen. Das ist die Hauptsache. Ach, da rennen sie auch gleich alle weg, wenn der Commander erledigt wird oder was? So eine kleine Pussys, ey. Ich weiß nicht, wodurch er gerade gestorben ist, aber ich glaube, irgendjemand hat auf mich geschossen und dadurch ist der eine verreckt. Glaube ich jedenfalls. Ja, so gefällt es mir natürlich. Keine Frage. Ja, da bin ich wohl. So, Kollege. Jetzt geht's los. Zack. Und den auch noch. Jawohl. Genau so muss das laufen und nicht anders. Und jetzt doch du, will ich mal sagen, ne? Ach, du hast gar keine Waffe. Auch das ist aber sehr schade. Ja, das wäre auch geschafft. Na, Mann, ey. Muss ich mal wieder anonym werden. Kann ich jetzt? Nee, immer noch nicht. Hammer nervig und so, habe ich gehört. Alter. Was ist denn jetzt hier? Ach, jetzt darf ich anzünden. Yay, ich darf es endlich anzünden. Jawohl. Hammer geil. Wir sind erst bei 18 Minuten. Ja, okay, was heißt erst? Ich werde auf jeden Fall nach diesem Part hundertprozentig gleich den Part beenden. Ja. Und jetzt holen wir danach gleich die Flagge ein, wenn das in die Luft gegangen ist und wir es uns angeschaut haben. Schönes Ding. Sehr, sehr schön. Okay, jetzt wollen wir noch die Flagge da oben einholen. Oder die Flagge wechseln. So, da kam nebenbei noch eine Wache angetanzt. Kein Plan. Die rennt die ganze Zeit, glaube ich, um Kreiser. Um den ganzen Fort herum. Naja, wenn es Spaß macht. So, und damit werde ich erstmal diesen Part beenden und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Assassin's Creed 3 wieder. Chakalaka, Massafaka, bye. Alter, geht's noch gut? Okay, bye.